gute 5 Wochen ist es jetzt her, dass wir hier von Sonax die Ceramic Spray Versiegelung auf dem Fahrzeug aufgetragen haben. Und in den 5 Wochen ist sehr viel passiert. Vor allem wettermäßig haben wir inzwischen extrem kalte Temperaturen. Und daher schauen wir uns heute das Update zu der Ceramic Spray Versiegelung nach 5 Wochen an. Wir haben uns dazu schon sehr, sehr viele Updates in dem letzten Jahr angeschaut. Allerdings noch nie im Winter. Circa 1500 Kilometer habe ich in den letzten 5 Wochen mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Hin und wieder stand das Fahrzeug auch über Nacht in der Garage. Also es ist jetzt kein Fahrzeug, das wirklich jeden Tag auch über Nacht auf der Straße steht und sozusagen auch der extremen Kälte ausgesetzt ist. Dennoch gab es auch sehr viele Nächte, wo das Fahrzeug draußen stand und vor allem bin ich mit dem Fahrzeug täglich unterwegs gewesen. Von daher sehr, sehr viele extreme Einflüsse, die jetzt im Winter auf so eine Versiegelung wirken können. Und damit wir uns die Versiegelung gleich erstmal im Blankozustand anschauen können, wird das Fahrzeug jetzt erstmal gewaschen. Dazu nehme ich hier ein ganz normales, neutrales, mildes Shampoo, damit auch nur der Schmutz abgetragen wird und nicht die Versiegelung. Wir hätten uns auch vor der Autowäsche anschauen können, in was für einem Zustand die Versiegelung noch ist und ob sie überhaupt noch vorhanden ist unterhalb der Schmutzschicht. Allerdings kann der Schmutz, der auf der Versiegelung drauf ist, das Ergebnis verfälschen und uns einfach ein schlechteres Ergebnis darstellen. Deswegen haben wir jetzt das Fahrzeug gewaschen, damit wir jetzt einen sauberen Autolack haben und damit die Versiegelung jetzt sozusagen frei liegt. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal mit dem Hochdruckreiniger an, wie gut die Versiegelung noch auf dem Autolack vorhanden ist. Auf der Motorhaube sah das Ganze noch richtig gut aus, wie wir gesehen haben. Und man sieht auch jetzt nochmal die Resttropfen, die hier drauf sind. Allerdings muss man auch hier ganz klar sagen, man hatte so 2-3 Stellen hier auf der Haube, die schon leicht anfangen zu schwächeln und wo sich auch schon leichter Wasserfilm gebildet hat. Aber dennoch für die Standzeit, für die Jahreszeit ist das auch für so eine Motorhaube, die hier den kompletten Fahrtwind immer abbekommt, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Dann schauen wir uns direkt mal das Ergebnis an den Türen an, da wo die Belastung immer etwas extremer ist. Und ich denke, man kann es sehen, hier im oberen Bereich perlt es noch richtig gut ab. Also hier läuft das Wasser noch sehr gut nach unten. Allerdings, wenn wir jetzt hier weiter nach unten gehen, ich habe vorhin schon mal drauf gesprüht, so in diesem Bereich hier, der typische Schwellerbereich, da perlt nichts mehr. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Also unten auf dem Schweller, da perlt fast gar nichts mehr. Also da haben wir schon eine gute Wasseransammlung. Und hier unten ist eigentlich schon alles von der Versiegelung weg. Minimale Reste sind noch vorhanden. Allerdings haben wir hier definitiv kein Abwellverhalten mehr. Die Wassertropfen wirken hier auch schon eckig und wie man sehen kann, das Wasser steht und oberhalb perlt das Ganze noch ganz gut. Allerdings unten, wie gesehen, nicht mehr. Auch hier haben wir heute wieder dieses typische Bild gesehen. Alles, was im unteren Bereich ist, vor allem der Schweller, die Radkästen, das sind halt die Bereiche, die extrem beansprucht werden. Da leidet halt so eine Versiegelung immer am meisten. Aber auf der Motorhaube und auch an den Türen, auf dem Dach, da sieht das Ganze noch sehr, sehr gut aus. Und genau deswegen habe ich mich ja auch für die Versiegelung entschieden, damit ich diese, sobald diese abgetragen ist, ganz einfach wieder aufsprühen kann und das Fahrzeug sozusagen wieder auf 100% setzen kann, damit ich hier bestmöglich geschützt
im Winter unterwegs sein kann. Wir hatten auch noch keinen Schnee und auch streusalzmäßig sieht es noch sehr, sehr gut aus auf den Straßen. Deswegen ist das Fahrzeug noch relativ gut über die letzten 5 Wochen durchgekommen. Aber wie gesagt, wir hatten hier durchgehend niedrige Temperaturen, teilweise unter dem Gefrierpunkt. Und für die Jahreszeit, für die gefahrenen Kilometer von 1500 ungefähr, ist das mal wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Man kann so eine Versiegelung auch nie verallgemeinern. Je nach Fahrzeug, je nach Fahrleistung und je nach Wetterverhältnissen oder auch anderen Einflüssen kann so eine Versiegelung mal schneller oder auch mal länger auf dem Fahrzeuglack draufbleiben. Deswegen haben wir hier mal so eine Richtlinie, an die man sich halten kann, wenn alles relativ in Ordnung ist und man halt nur kalte Temperaturen hat, dann geht das Ganze schon einige Wochen gut. Man sollte dennoch die Versiegelung immer wieder auffrischen, damit man den Schutz sozusagen auf 100% immer wieder auffrischt. Von daher so viel zu diesem Video. Schreibt wie immer eure Meinungen in die Kommentare und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.